Moin, eine neue Runde Satisfactory. Ja, bevor es heute weitergeht, machen wir erstmal hier, da gehe ich nicht hoch, Türchen auf. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, dann bräuchten wir früher oder später sowieso irgendwie eine Weihnachtsfabrik, um mal sozusagen überhaupt weiterzukommen. Den Baum lassen wir da mal. Der kann da mal stehen bleiben. Hier geht es sowieso nicht weiter, das ist ja mal geplant. So, was kommt da für eines, glaube ich? Ist das der Motorenzug? Nee, das ist der, wie heißt's? Der, na? Nuklear, Brennstab-Ding. Ne? So, jetzt, ich wüsste Bescheid, ne? So, was ist es denn heute? 2. Advent? Huch, was ist denn das hier? Wir kauften, ey, Alter. Hast du jetzt eben da Pakete fallen lassen? So, aber jetzt nehmen wir erstmal das, der war's. So, den greifen wir jetzt mal rein. So, jetzt lass mal gucken hier. Na, da wollen wir hin. So, was haben wir denn heute? Ach so, Nikolaus, habe ich gesagt. So, 6. Kann man den hier irgendwo sehen? 20, 5. Was ist denn das da hinten? Das ist die 9, so wie das aussieht. Ne? 3, 16. Hier vorne ist die 23. 18. Meine Augen, wie gesagt, sind da unten ist die 13. Und dann wird es schon essig. Was, also das da, das kann ich definitiv nicht. Könnte eine 8 sein oder so. 15. Da unten noch irgendwas? Nee, da gucken wir mal rein. Komm. Müssen wir mal hier gerne hin. Was? Ach, da auf dem. Mann, ey. Ja, das kann ich gebrauchen. Das kann ich gut gebrauchen für die Wasserleitung. So. 200 Farbdosen. Also, das ist jetzt nicht schlecht. Jetzt gehe ich aber erst einmal hier. Ich muss nämlich nochmal kurz was gucken. Nee, geht doch. Ich gehe mal kurz schnell hier. Denn, nein, hier dieser Weihnachtsbaum, da gibt es einen Christmas Tree, der spuckt Geschenke aus. Den brauchen wir nämlich. Das ist der da. Um den freizuschalten, brauchen wir die 50 rote, 50 blaue und die Zweige. Die Zweige sind jetzt eher nicht das Problem, aber ich tue mal erstmal was ganz anderes hier machen. Die brauchen wir. Was sind das hier? Gestrüpp. Wo ist denn jetzt die Farbpatrone hin? Da. Geschenke. Braucht man das eigentlich? Zweige nehmen wir auch mal mit. Oh, jetzt gucken wir mal. 204 Geschenke ist nicht wirklich viel. So, dann nehmen wir erstmal hier. Und hier. Und da. Das brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir mal kurz was hier was schauen. Davon haben wir den Schnee. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Müssen wir hier. Produktion ein Manufaktor hinstellen. Erstmal. So. Komm mal ran hier. Ne, da ist nichts. Warte mal, da ist nichts. Nur mal hier was gucken. Habe ich noch irgendwas nicht freigeschaltet? Den brauchen wir nicht. Ein Konstruktor haben wir hier. Ölpumpe, Schmelzofen. Ein Schmelz, da sind sie. So, was brauchst denn du? 5 Teile die Minute. So viel habe ich nicht. Ich hätte mal die Dinger da hinten einsammeln sollen. 5 die Minute. Ich brauche mal noch hier einen Strom. Bist du voll? Ja, den könnte ich jetzt natürlich upgraden. Machen wir auch mal schnell. Strom. Was? 2. Was war denn jetzt? Oh! Ich melde mich gleich wieder. Das Spiel ist abgeschützt. Das Spiel. Bis gleich. 1:37 später. So, da bin ich wieder. Hab das mal wieder eingesammelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist jetzt eben abgeschützt. Das kommt ja bei mir nicht oft vor. Dass das abstürzt. So viel dazu. Also, den Strommast austauschen, crasht das Spiel. Tja, wissen wir Bescheid. Ich melde mich gleich wieder. 1:37 später. Tausche ich da jetzt nicht aus, haben wir mal über das Video fertig machen. Schade. Das mache ich vielleicht mal, muss ich dann im Off mal gucken. Und habe jetzt nochmal zum 3. Mal. Also, sobald ich einen Strommast jetzt, muss nicht der sein. Sobald ich einen Strommast austausche,
crasht das Spiel. Das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Muss man jetzt auch mal sagen. So, das kommt weg. Was habe ich denn eigentlich hier für einen Schrott drin? Ach so, das war das da hinten, was ich da abgebaut habe. So. Dann gucken wir uns das jetzt nochmal an. So, das, die Platten, das haben wir alles noch. Da hinten muss es, was ist das denn hier? Holz. Das habe ich, glaube ich, für den Milestone-Mod gebraucht. Das tun wir jetzt auch mal weg. So. Also, wir wissen ja Bescheid. Tier 8 kommt in Update 4. Ne? Und Turbomotoren und so ein Kram gucke ich mir dann später nochmal an, auch im Off, damit wir das alles einlagern können. Das haben wir angeguckt. Also einlagern. Ja. So, danach geht die Produktion halt nicht mehr. Da muss man sie komplett umbauen. So, ab zur Baustelle. Nachdem wir das Ding dann hier fertig haben, ist er noch nicht fertig, die Pumpen laufen, das AKW läuft. Die tue ich jetzt nicht austauschen. Geht's hier weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Zack. So, die können wir mitnehmen. Der soll da lang fahren. Wenn ich jetzt hier das so mache, pass auf, Logistik, nein, Organisation. Jetzt kommt darauf an, wie wir das hier machen. Soll das noch außerhalb? Nein, der ist ja wieder verkehrt rum. Soll das noch außerhalb sein oder im Gebäude? Oder fährt er durch zwei Gebäude durch? Also in der Mitte, wisst ihr schon, was ich meine. Sowas gibt es ja auch in echt. Ne? So. Ja, mal gucken. Wenn wir das jetzt so machen. Also jetzt nur angedeutet, ne? Ist ja noch nicht fertig. Du musst ja hier geht's noch. Hier kriegen wir keine Foundation hin. Das heißt, hier snappt's nicht. Wie kommt das hier drüben? Hier ist aber frei. Dann könnten wir rein theoretisch jetzt von der die reine Theorie das so machen. So. Das so machen. Jetzt die reine Theorie nimmt, ne? Jetzt nochmal da angedeutet, dann da hinten weiter. So, da muss da. Ne, die Gläser. Die Gläser sage ich schon, die Scheiben. So, jetzt gucken wir uns das hier nochmal schnell an. Da machen wir den Übergang in das Gebäude noch unter dem ersten Stockwerk. Seid ihr schon vollgelaufen, weil die ab und zu mal gelb anzeigt? Ja, egal. Hier ist da noch eine dritte, ne? Ja, auch wieder ein Mast. Mist. War hier nicht eine dritte auch? Ja, auf jeden Fall muss das da mit rein. Das muss hier mit rein. Das gibt ja hier, was auch immer, was bauen wir hier eigentlich nochmal ab? Sehen wir das hier? Eisenerz. Bist du dreimal Eisenerz? Jo. Das ist hier noch eine dritte, irgendwie, irgendwo. Du kommst mal weg. Ja, das machen wir mal hier schnell. Wer weiß, was man hier mit Eisenerz... Jetzt muss man natürlich überlegen, was kommt mit Update 4, ne? Ich habe jetzt gerade... Jetzt war ich wieder gerade bei Factorio, weil da habe ich ein Zugsystem... um unheimlich viel in die, sag ich mal so, Mainbase zu fahren, von den Außenposten. Habe ich eben hier gerade wieder so gedacht. Das macht mir ja hier in der Regel eigentlich nicht so. Also hier Eisenerz durch die Gegend zu fahren, das macht man eigentlich nicht. Das weiterverarbeitete Material, das vielleicht schon eher. Ja. Dann lassen wir das hier mal, warte mal, genau, das machen wir mal so. Das müssen wir dann wieder wegsprengen. Das mache ich jetzt aber mal nicht. So. Und dann machen wir den hier hin. So. Also die Abstürze eben, das ist schon lange her, dass der mal wirklich so abgestürzt ist. So, jetzt wollen wir mal hier. Der soll da durchfahren. Da müssen wir ja hier auch irgendwie mal was hinbauen. Eigentlich hier nicht schräg. Oder halt danach schräg. Das machen wir mal weg. So. Und das ist eher solche Maschinen und nicht die. Also will ich hier eigentlich eher das haben. Nicht die, die da weiß sind, sondern die so sind. Genau. So machen wir das.
Erstmal gucken, wie hoch wir irgendwas machen. So. Den will ich jetzt eigentlich nicht dann da gerade hoch machen. Den kann man nochmal so machen. Dann soll es aber auch dabei bleiben. Müssen wir mal gucken, wie hoch ist denn eigentlich so eine Lok? Und die sind ja auch nicht gerade, guckt euch das mal an. Die sind ja auch nicht gerade niedrig. Also. Wenn wir mal so machen. Wäre nicht, dass sie da wieder oben gegen das Stockwerk stoßen. Das sieht ein bisschen blöd aus. So, so. Ja. Da haben wir hier die Höhe. Aber einfach nur ein Klotz soll es ja natürlich dann auch nicht werden. Buch. Will er nicht. Oh. Einfach nur ein Klotz soll es ja dann auch nicht werden. Das müssen wir uns mal einfallen lassen, was das dann hier werden soll. Wenn man das jetzt hier auf jeden Fall die Ecke wurde. Aha, das ist wieder unterschiedlich gesnappt. Ja, der müsste da unten dran. Okay, gehen wir weg. Nein. Oh. Der muss da unten dran snappen. Da muss der dran. Da muss der dran. Steht der da drauf? Er steht da drauf. Geh mal weg. Oh, nochmal du. Jetzt, warte mal, müssen wir es so machen? Und so machen? Sag mal, Herr, bist du in... Der ist nicht in einer Höhe. Der snappt noch tiefer. Der snappt an einem Dings, die wir hier nicht haben. Hier. Scheiße, geht das wieder los? Da müssen wir es anders da machen. Da müssen wir es so machen. Warum kann der jetzt eigentlich an diesem Zibbel da unten nicht snappen? Mist. Das geht ja schon wieder gut los. Das ist da wieder... Ja, okay, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Machen wir es halt mal so. Da gibt es halt ein anständiges Bach da oben. Du kommst nochmal weg. Oh, 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 oh. Zum Peilen. Das haben wir so. Irgendwo da drüben muss eine Gangway hin.
So, hier haben wir eine kleine Art von Gänge. Wie gesagt, muss ja erstmal gepeilt werden. Hier ist wieder das Problem. Könnt ihr jetzt noch höher machen, dann kommt die aber in den Fußboden rein. Hier haben wir wieder nicht genügend Freiraum. Da ist die Hitbox von dem Teil, auch wenn ich den anders darum drehe. Das heißt, wenn der nach da guckt, ist hier die Hitbox, kann man nicht geradeaus weitergehen. Hier ist wieder was. Manchmal verstehe ich das nicht. Das hat jetzt denselben Raster wie da drüben und dann kommt, und das ist Mitte Tür. Also es ist eine Tür, die in der Mitte ist und dann kommt hier sowas. Ne? Können wir nochmal gucken. Da kriegst du da wieder das hier. Nicht da rum. Ja. Geht nicht. Wieso passiert denn das hier manchmal? Also finde ich ein bisschen komisch. Ne? Das finde ich ein bisschen komisch, dass da so, das. Wie machen wir das am blödesten? In welcher. Von der Höhe passt der ja. Das heißt, es müsste hier. Nee, das lassen wir da mal. Pass mal auf. Was ist denn eigentlich, wenn wir das so machen? Jetzt nur mal als Beispiel. Hier Wände. Das. Der muss mal weg. Und der kommt mal weg. Na, jetzt machen wir das mal so. Nur mal gucken. So. Dann der weg. Dann der. Dann der. Und dann müssen wir doch hier mal gucken. Die sehen beschissen aus. Irgendwie kann ich mich mit diesen Art von Fenstern nicht anfreunden. Also vielleicht doch so. Das sehe ich dann. Da müsste das aber auch irgendwie. Ja, da müssen wir mal gucken. Also, das ist ja das, wie gesagt, das Gerippe. Also, das ist jetzt hier vollkommen egal, wie ich den drehe. Die Hitbox, das geht hier nicht geradeaus weiter. Funktioniert nicht. So, dann muss das hier vorne hin. Irgendwie, dass das Eisenerz erstmal hier rauskommt. Also machen wir es doch. Ich baue den nochmal ab. In der Kiste den kriegt, weil ich krieg ja diese komischen Dinger, da sind sie. Bau den nochmal ab. Gib mir den nochmal her. Ja, da will er das schon nicht. Ja, es ist so. Wenn ich je nach hier vorne mache. Zack. Der zeigt ja auch nach vorne. Ich will ja auch zusammenführen. Jetzt gucke ich nochmal hier. Komm mal her. Geh mal weg. Komm mal her. Ach, jetzt geht er ja. Jetzt will er. Na toll. Okay, dann lassen wir den so. Und machen den so und kriegen hier von der Organisation den. So, erstmal. Ob ich das da. Ist so eine Sache. Das gucke ich gleich. So, dann haben wir hier einmal den. Ich mache den mal weiter schnell. Stück. So, den haben wir also hier nach hier. Den haben wir nach vorne. So, wenn wir jetzt. Zack, 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 zack. So. Erstmal nach da. Das ist ein MK3. Wenn wir jetzt den, der kommt hier raus. Ja, der kommt hier raus. Dahin. Hier haben wir den Absatz drin. Kriegen wir den irgendwie fundamentmäßig gebacken? So nicht. Anders darum. Natürlich da nicht. Da wollen wir mal gucken, ob ich da dann ein More Factory hinsetze. Hier. Ja, weil die keine Kollisions, kein Kollisionsding haben.
Wenn wir jetzt den hier rausnehmen. Erstmal hier vorne muss der hin. Der kommt natürlich da nicht dran vorbei. Wir machen den aber mal so. Ne, da müsste er noch weiter weg ein. Warte mal schnell. Machen wir mal schnell. So. Oh. Ja, gut. Ne? Gerade. So. Dann hier gerade runter. Bis dahin. Und ab nach hier vorne. Erstmal. Ja. So, komm. Bleibt mal da. Ja, jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Jetzt kommt hier das Factorio bauen, nicht das Satisfactory bauen. Entschuldigung. Muss ich gerade mal husten. So, den tue ich jetzt nicht da wegmachen. Ich tue ihn auch nicht ändern, bevor ich ihn hier abgespeichert habe. So, hier war doch ein drittes von diesen Dingern. Das kann ich jetzt aber, baue ich jetzt aber nicht. So, dann haben wir das hier. Dann, ja, diese Fenster gefallen mir irgendwie nicht. Oder ich male sie an. Ne, das ist natürlich, kann man grau machen. Das geht natürlich. Können wir grau machen. Jetzt hier kommt der Zug. Dreh das Ding so rum. Tatsache. Hier fährt der Zug lang. Hier fährt er lang. So. Da können wir nochmal hier. Was ist denn jetzt los? Die Linie hier. Komm her. Wo bist du denn? Transport. Damit das auch hier funktioniert. Die ziehen wir mal schnell hier. Nur mal gucken. So. Wenn ich das hinkrieg. Zack. Passt, wackelt und hat Luft. So, das hier, das da rum. Einfach so ein Klotz will ich auch nicht. Und der hat ja auch noch kein Dach da oben. Weil das Gebäude wird noch höher. Wahrscheinlich mache ich so, dass die oben verbunden sind, aber hier nicht. Und aber den könnten wir, da müssten wir hier aber die Fenster schalten, will ich nicht. Ich mache den hier nochmal weg. Der kommt nochmal weg. Das muss ich mir nochmal angucken, wie wir das machen. Die kann ja noch ein Stück weiter nach, eins noch weiter nach hinten. Dann kriegt man dort definitiv noch so ein Ding hin, so ein Geländer. Da. Das kriegen wir hin. So, dann gucke ich nochmal für die nächste Folge, wo das Ding da hin muss. Ne? Okay, da gucken wir mal hier. Warte mal, ich gehe mal hier nochmal oben drauf. Nicht abstürzen, nicht abstürzen, nicht. Oh. Wasser ist am Start. Ja, ja, die Pumpen, die tun alles am Start. Das mit dem Anspinnen, das ist so eine typische Off-Arbeit. So, und das ist ja hier, das wird ja auch so. Passt auf. Gehen wir mal hier oben hin. Die Strommasten fasse ich jetzt nicht an. Das ist bestimmt wegen diesem Christmas-Gelumpe da. Ich glaube, es hakt, hey. So, ja, das muss auf jeden Fall ein Stück weiter noch da drüben. Sind da eigentlich irgendwelche Schnecken, die ich hier von aus sehen kann? Nö, sieht nicht so aus. Und ja, alles klar. So, ich baue hier ein Stückchen weiter. In der nächsten Folge sehen wir das dann. Ja, und dann gucken wir mal, die kommt ja morgen. Bis dann, ciao, ciao.